So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben letztens wieder was entdeckt. Da waren wir einkaufen und habe ich diese schwarze Dose gefunden und die habe ich noch nie gesehen. Die ist brandneu zum Erscheinen des Videos wahrscheinlich nicht mehr. Normalerweise sieht die nämlich so aus. Merkt ihr den Unterschied? Das ist schwarz. Ne, warte mal, das ist rot. Das ist schwarz, das ist rot. Was ist der große Unterschied davon? Das ist Real Booster Cola. Oder wie Ismo sagen würde, Bozza. Die Real Bozza Cola. Und auf der anderen Seite die Real Booster Cola Zero. Das ist schon das ganze Geheimnis. Und ob die schmeckt, damit ihr seht, dass es sowas überhaupt gibt, müssen wir das natürlich testen. Im Berliner Luftgläschen, dann zusammengeschüttet, auf die dicken Bierkrug und zusammen getrunken. Für Thumbnail möchte ich das nochmal reinhalten. Da ist nämlich ein Affe drauf, ne? Ein Affe, der die testet und ein Affe auf der Dose. Das ist doch richtig genial. Wir hauen die jetzt hier rüber. Haben die ganz normale erstmal. Surreal Cola, extra Koffein bei Booster. Die gibt es auch in großen Flaschen. Booster finde ich ja persönlich ist eine sehr coole Marke. Vom Design her auch immer, von den Geschmacksrichtungen, vom Preis her sehr annehmbar. Als ehemaliger Netto-Mitarbeiter habe ich die immer verräumt und habe mir immer gleich eine ganze Stiege mitgenommen. Aber nicht von der Real Booster Cola, sondern von Booster Cola. Weil Booster auch mal eine Cola-Sorte hatte. Das war aber nicht diese Real Booster Cola. Das ist also auch wieder was kompliziert anderes. Und jetzt habt ihr also die schwarze Dose auch, die natürlich auch sehr stylisch aussieht. Vom Design her sehr genial. Was steht jetzt hier drauf? Ist bei dir alles gerade etwas einschläfernd, so kurz vorm Wegdösen, so spontan wie ein Fahrplan? Dann lass den Affen aus dem Käfig, mach die Nacht zum Tag und starte richtig durch. Schlafen kannst du später. Steht hier dasselbe drauf? Nee, denn hier steht, du hast sie in der Hand, die Dose mit der einzig wahren Cola und der extra Portion Koffein, gib deinem Gaumen den Kick und gönn dir ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Stay real and enjoy it. Jetzt probieren wir mal die normale Bozza Cola, wie der Ismo sagen würde. Füllen die ein, aus dem Kühlschrank, schäumt ein bisschen, aber ansonsten, ja, glaube ich, fand ich die gar nicht so toll. Das vielleicht mal vorweg zu sagen. Also, obwohl die schön gekühlt ist, schäumt die trotzdem noch total. Ja, brennt ein bisschen. Die Kohlensäure ist auf jeden Fall sehr attraktiv am Start. Ja, hat jetzt nicht so einen schlimmen Geschmack. Also habe ich irgendwie schlimmer in Erinnerung. Schmeckt mir aber trotzdem immer noch nicht so gut, dass ich sagen würde, die würde ich mir immer kaufen, wenn ich die sehe. Als diese normale Booster-Cola, die es sonst gab, als normalen Sorten zwischen den ganzen alten Farben, irgendwie besser. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Jeder sagt immer, Booster-Cola, ach, kenne ich die mit dem Affen? Nein, 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 nein. Die mit dem Affen, die schmeckt auch nach Affe. Die andere schmeckt einfach ganz anders. Jetzt weiß ich, jetzt muss ich nochmal einen Schluck nehmen, weil ich vom vielen Labern schon wieder vergessen habe, wie die schmeckt. Ja, man könnte sagen, es hat einen Cola-Geschmack, aber trotzdem ist das für mich total künstlich, wie Arznei schon wieder. Gibt Schlimmeres, gibt Besseres, ist auf jeden Fall irgendwie künstlich und süß und deswegen bin ich gespannt, was die schwarze kann. Denn gerade diese Zero-Dinger sind ja meistens noch süßer, obwohl die ohne Zucker sind, weil da aber Süßstoff drin ist. So viel, also dass du es nicht, nicht trinken kannst. Obwohl vom Booster normal, das Original und das Zero, sage ich immer, das Zero ist das einzige, was man als Zero-Getränk trinken kann von Booster, weil ich das irgendwie toll finde. So, da würde ich sogar das schwarze Zero-Booster von dem normalen eher trinken als das blaue Original. Wie sieht es aber aus mit der Cola? Wenn die dort schon Zero beim Energy gut hinkriegen, schaffen sie es auch mit der Cola. Ja, sieht genauso aus wie das andere. Gefühlt schmeckt es weniger säureartig, also die Kohlensäure ist nicht so präsent, es bitzelt nicht so, es ist ein bisschen matt, es ist schon wieder ein bisschen, schmeckt schon wieder abgestanden, als wäre die Dose schon 100 Jahre auf. Schmeckt nicht so süß, da
diesmal nicht der Süßstoff präsent. Also du denkst echt, hey, da ist gar nicht so viel Zucker drin. Schmeckt dafür eher ein bisschen nach Pappe. Und generell zieht sich mir trotzdem schon wieder der ganze Magen zusammen. Immer wenn ich irgendwas mit Zero trinke. So jetzt, das dürfen wir nicht hoch einschenken, sonst müssen wir wieder 3 Jahre warten, bis das dann der Schaum sich zurückgebildet hat. Ist ja wichtig, dass wir das jetzt gleich trinken können. Können wir aber nicht, wenn da so viel Schaum drin ist. So, wir schenken und schenken und schenken und hoffen, dass die 2 Dosen hier reingehen. Ja, der Schaum, der löst sich wunderbar jetzt auf. Können wir auch den Rest von weiter oben einschenken. Die eine Dose ist auf jeden Fall drin komplett. Die andere ist auch drin komplett. Wunderbar. So, dass man auch niemanden was davon probieren lassen kann, weil das eh Quatsch ist. Packt mal hier weg. Haben jetzt unser Zero Booster Real Original Glas. Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Also, wenn ihr Cola-Trinker seid, okay. Aber The Real Cola bei Booster kann ich nicht empfehlen. Finde ich leider gar nicht gut. Mein Liebling immer noch Schwipschwapp, aber das ist schon wieder gemischt. Deswegen wieder was ganz anderes. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Man.